Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Buntigammer Sturm Graz hier aus der Merkur Arena in Liebenau. Wir treffen am morgigen Freitag in der 27. Runde der Admiral Bundesliga auf den SK Rapid. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Dieses Spitzenspiel ist bereits seit Wochen ausverkauft. Ebenso freuen wir uns, dass das Cupfinale, unser Kontingent für das Cupfinale, ausverkauft ist. Tickets gibt es morgen aber unter anderem noch für unsere kommenden Auswärtsspiele gegen Rapid und Salzburg. Darf unseren Cheftrainer Christian Ilzer wie immer bei mir begrüßen. Chris, die beiden bisherigen Saisonduelle mit Rapid sind jeweils extrem knapp mit einem 1-1 unentschieden ausgegangen. Was erwartest du dir morgen für eine Partie? Ja, erwarten wir Ähnliches. Offenen Schlagabtausch bei einer großartigen Atmosphäre, Flutlicht 19.30 Uhr. Ich denke, wird wieder auf Kleinigkeiten drauf ankommen. Wir müssen einfach auch sehr, sehr aktiv dazu beitragen, um auf unserer Erfolgswelle oben zu bleiben. Gegen einen Gegner, wo man ja, wenn man die Ergebnisse anschaut in diesem Jahr, der sehr schwer zu besiegen ist. Und ja, werden uns alles vornehmen, was wir in der Woche dann am Trainingsplatz versucht haben umzusetzen, um das dann auch am Platz zu bringen. Und dann erstmals in dieser Saison dann als Sieger vom Platz zu gehen. Eure Fragen bitte. Chris, was ist die besondere Herausforderung, wenn man gegen eine Mannschaft binnen so kurzer Zeit dreimal spielt? Kommt nicht so oft vor. Ist natürlich sehr speziell. Durchaus sicher auch eine Tüftlerei, was natürlich auch spannend macht. Da wird auch wahrscheinlich die eine oder andere Emotion, die in der Kürze dann noch nicht versiegen wird, dann nimmt man dann auch mit in so einem Duell. Von dem her, ja, werden es schon sehr, sehr intensive Spiele auf allen Ebenen werden. Und unser Fokus muss aber immer beim nächsten sein, und es beim morgigen und noch nicht an Mittwoch oder ans Cupfinale zu denken. Chris, du sagst immer, ihr schaut von Aufgabe zu Aufgabe. Wie schwer ist es jetzt, diesen ganzen Trubel von außen von der Mannschaft und auch von dir selber fernzuhalten, diese Rechenspiele, was wäre wenn, und Salzburg tauscht den Trainer, das ist ja ein Zeichen. Ja, einfach das in den Fokus rücken, was wir beeinflussen können, was uns dient, was dazu beiträgt, dass wir einfach unser Leistungspotenzial dann entfalten können, und da braucht man nicht zu viel nach außen schauen, da braucht man nicht zu viel rechnen, und da braucht man auch nicht nach Salzburg oder in irgendwelchen anderen Städte schauen, sondern unser Kopf muss in Graz sein, unser Kopf muss bei uns sein, und das sind dann auch die besten Vorzeichen, um dann, wenn es zählt, am Platz auch zu performen. Und der Robert Klaus hat Rapid erst ein Pflichtspiel verloren, jetzt da glaube ich 11 Spiele ungeschlagen hintereinander. Was zeichnet diese Mannschaft aus unter Robert Klaus? Ja, ich sage, sie waren ja auch im Herbst für uns jetzt im direkten Duell ein sehr, sehr starker Gegner, haben im Herbst dann einfach viele Chancen liegen lassen. Ich denke, was sie verbessert hat jetzt, war einfach, dass sie kompakter geworden sind, dass sie einfach die letzte Linie zum Tor in einem Umschaltspiel schneller geschlossen haben. Es ist einfach schwierig, gegen Rapid Tore zu erzielen. Und natürlich haben sie aber trotzdem auch richtige Unterschiedsspieler in der Offensive, die immer für Tore gut sind, die immer die Möglichkeit haben, Situationen zu kreieren, die da einfach dann wehtun können. Diese Qualität, individuelle Qualität in der Offensive, plus eine gute, geschlossene, gemeinsames Arbeit gegen den Ball, ein gutes Umschalten, macht einfach Rapid zu einem sehr, sehr gefährlichen Gegner. Und ich habe auch so von außen das Gefühl, dass ein Zusammenspiel, Sportdirektor, Trainer, dass das auch sehr, sehr stimmig ist und das auch immer eine gute Basis, um erfolgreich zu sein. Wir haben schon angesprochen, 4 Hardcore-Spiele innerhalb von nur 14 Tagen. Das Fanherz hüpft im Kreis. Mehr geht für die Zuschauer nicht, geht auch für einen Sportler nicht mehr. Ist das dann schon das Maximum an Intensität auf diesem Level? Ja, es ist der absolute Schlussspurt in dieser Saison. Und wenn du es über die Saison sehr gut machst, dann kriegst du zum Schluss Endspiele. Und wir haben jetzt eine Reihe an hochbrisanten Spielen.
wenn wir wirklich das Maximum unserer Ziele realisieren wollen, dann musst du theoretisch in 12 Tagen dreimal Rapid schlagen. Und dass das ein Wahnsinnskraftakt ist, das wird auch jedem klar sein. Aber wenn man sich anschaut, wie unsere letzten Duelle gegen Rapid waren, wie knapp die waren, wie eng diese Duelle sind. Also wir sind voll gefordert, aber wir haben uns das über eine lange Saison auch verdient, jetzt am Schluss dort zu stehen, wo wir stehen. Und jetzt wollen wir einfach durchziehen, richtig gute Fußballspiele abliefern. Und das sind nicht nur 4 Endspiele, es zählt definitiv auch das Hartberg-Spiel dazu, zu diesem Block, das ja dann unmittelbar nach dem Cup-Spiel stattfindet. Und danach gibt es mit etwas mehr Vorbereitungszeit auch noch die Spiele gegen LASK und Klagenfurt. Also es ist jetzt ein absoluter Showdown in dieser Meisterschaft und wir versuchen da voll am Punkt zu sein, voll da zu sein, mit einer fokussierten Lockerheit dieses Saisonfinale in Angriff zu nehmen. Und zur schon angesprochenen Salzburg-Situation, ist das einem Sturmtrainer wurscht oder passt das gar nicht eigentlich ins Konzept, dass die jetzt plötzlich schwerer ausrechenbarer möglicherweise sind oder ist das egal? Na, natürlich registriert man das, nimmt man das wahr, aber das ist jetzt nicht unsere Baustelle, das ist nicht unser Thema. Es ist für mich doch etwas verwunderlich, dass man so spät in der Saison dann noch einen Trainerwechsel macht, aber es zeigt natürlich auch, unter welchem Druck dort die Verantwortlichen oder der gesamte Verein ist, aber es tut da gar nichts zu unserer Sache, weil wir haben jetzt Rapid vor der Brust und unser Fokus heißt einfach alles, was unsere Konzentration und Aufmerksamkeit betrifft, geht Richtung Rapid Wien und geht natürlich zum Großteil Richtung unserer eigenen Spiel und unsere eigenen Aufgaben. Chris, kannst du abgesehen von den Langzeitverletzten, Borkovic, Scherpen, Zakaria, kannst du aus dem Vollen schöpfen und gilt es jetzt bis Hartberg hin zumindest, wo der Wochenrhythmus doch sehr intensiv ist, ganz wesentliche Schritte auf die Regeneration, die Frische, geistige Frische zu setzen? Ja, wir können aus dem Vollen schöpfen bis auf die angesprochenen Langzeitverletzten. Ja, war gute Fortschritte. Ich sehe jetzt Kjell Scherpen und Manfred Zakaria schon regelmäßig dann auch am Feld wieder, wo sie ihre, natürlich noch keine Arbeit mit Ball, aber doch ihre Läufe schon machen mit den Physios. Von dem her gibt es auch sehr, sehr positive Dinge über die Langzeitverletzten zu berichten, dass wirklich gute Fortschritte machen. Und was uns betrifft, da sind wir ja diesen Rhythmus gewohnt. Wir haben den durchwegs durch die ganze Saison gehabt, dass wir einfach Spiel auf Spiel gefolgt ist. Im 3-4-Tage-Rhythmus haben wir jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, das 44. Spiel. Am Ende kommen wir auf 50 plus 4 Länderspielpausen, also fast an die 60 Spiele für viele von unseren Spielern. Das ist dann schon ein internationaler Benchmark, also so viele Spiele in einer Saison zu haben. Deshalb ist das jetzt für uns keine großartige Neuigkeit, dieser Rhythmus, der jetzt uns in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen da begleitet. Und selbstverständlich ist da wichtig, gut zu regenerieren. Aber auch wie man sich dann auf das Spiel vorbereitet, wie viel Inhalt, wie viel Input das man gibt, wie man die Jungs dann top vorbereitet im Kopf und da körperlich in die Spiele schickt. Diesen Rhythmus, der jetzt mit Rapid heute durch das Cupfinale eben 3 Spiele umfasst, der war ja in den 70er Jahren, erinnere ich mich noch gut, Standard. Da wurde in Hin- und Rückspiel, um besondere Emotionen und Zuschauerzahlen zu erzeugen, gespielt Sturm Eisenstadt, Eisenstadt Sturm und so weiter. Und das wurde nach einigen Jahren dann abgelegt. Wie findest du das, wenn die Emotionen hochgehalten werden, wenn der Modus Hin- und Rückspiel einfach die ganze Saison durchgezogen wird? Von damals kann ich nicht sprechen, weil da war ich noch nicht einmal im Bauch meiner Mutter drinnen. Also ja. Diese Emotionen habe ich noch nicht fühlen können. Aber ich hoffe, so wie ich, werden auch tausende Zuschauer und Fans von Sturm Graz diese Emotionen dann in den nächsten Tagen mitbekommen, was so solche Spiele auf so engen, ausgeglichenen Niveau, was wirklich um was geht, dann bedeuten. Und ich weiß, dass morgen eine hervorragende Stimmung da wieder sein wird, dass wir von der ersten Minute an von unseren Fans getragen werden und da alles dafür von unserer Seite unternehmen,
dass diese Stimmung dann auch über das ganze Spiel dann so bleibt. Und da wissen wir aber eh, dass diese Atmosphäre einfach sensationell ist, jetzt schon für jeden einzelnen Spiel, das wir da absolvieren. Wenn der Walter schon über Auslosung spricht, dann reden wir noch über Terminansetzung, 19:30 kommt in der Bundesliga nicht so oft vor. Ist das dann so ein Europacup-Feeling auch morgen? Ist das angenehm, Freitagabend? Ja, der Termin finde ich ist schon ein sehr guter Termin. Jetzt Flutlicht, Freitagabend, glaube ich auch für die Fans ein toller Termin. Ich denke auch auf Samstag 19:30 später am Abend zu spielen oder ab 18 Uhr. Das sind schon Spieltermine, die ich begrüße, aber es wird dann auch nicht immer so einfach sein, das zu terminisieren. Aber ich denke, der Termin ist ja genügend Zeit am Tag für die Fans, auch für die Auswärtsfans, um anzureisen. Für die vielen Sturmfans, ja, nicht nur aus Graz, sondern aus weiten Teilen Österreichs, sage ich mal, nicht nur aus der Steiermark kommen, haben dann auch nach der Arbeit noch Zeit. Um dann rechtzeitig im Stadion zu sein. Und ich freue mich natürlich auf dieses Spiel. Mann. Eine Sache möchte ich noch anschneiden. Der einzige Verein, der in der Konferenz und Europa League ordentlich zugeschlagen hat, mit mehr Toren Unterschied, war Atalanta. Und du hast bei der vorletzten Pressekonferenz gesagt, muss man schauen, von welchen Vereinen wir in der Gruppenphase lernen konnten und leiden mussten. Das hat jetzt auch Liverpool erfahren. Das heißt also, die Kirche kann schon dort im Dorf stehen bleiben, wo du sie hingetan hast. Und das Zweite, letzte Pressekonferenz, wer trifft bei Sturm? Links, rechts, mit Kopf. In Hartberg war es wieder genauso. Und die vier Mittelfeldspieler treffen schon momentan von Horvath, Kitaschwili, Prass. Also es läuft schon sehr gut, oder? Jetzt haben wir begonnen bei Atalanta. Ich gegen Atalanta mit 2:2 und ich denke auch im Auswärtsspiel bei der 1-0-Niederlage haben wir sehr, sehr gute Spiele gemacht. War es für uns dann vielleicht in anderen Spielen noch mehr zu leiden, wenn ich da jetzt an Sporting auswärts denke, an Lille zu Hause. Aber das sind einfach Spiele international, wo wir einfach wirklich an unsere Grenzen geführt werden und wo wir uns aber dann auch also immer wieder geschafft haben, dann in kürzester Zeit uns wieder auf dieses Level dann hinzuentwickeln oder näher zu kommen. Und das waren natürlich schon sehr, sehr wichtige Phasen in unserer Mannschaftsentwicklung, die wir da erlebt haben. Und zeigt natürlich auch rückblickend, welche starke Gegner, wenn man jetzt sieht, dass Atalanta in Liverpool 3:0 gewinnt, welche starke Gegner wir da zu Gast gehabt haben in den letzten Jahren. Und natürlich darf man das nicht 1:1 umlegen. Das sind auch dann ja, ganz spezielle Abende, was Atalanta da in Liverpool gehabt hat, als Liverpool einfach ja, die eine oder andere Top-Chance liegen hat lassen und Atalanta eiskalt war vor dem Tor. Aber auch hat man dort gesehen, Liverpool unglaubliche Kraft nach vorne, aber in der Verteidigung einfach unkonzentriert, haben dann nicht mit dieser Konsequenz verteidigt und Atalanta ist zu diesen 3 Toren gekommen und hat zusätzlich noch ein paar Top-Chancen gehabt. Das zeigt dann auch das Level, dass sie das einfach von oben oder vom richtigen Top-Level, dass man da genauso neben guten qualitativen Fußball immer enorme Energie ins Verteidigen legen muss. Und das hat man hat dieses Duell gezeigt und bin sehr gespannt, wie das heutige Duell oder wie dann Liverpool auf dieses 0:3 zu Hause reagiert. Und ich glaube noch nicht, dass dieses Spiel schon entschieden ist. Gibt es noch Fragen? Dann danke vielmals und bis morgen.